will heute mal ein bisschen die andere Sichtweise erklären, wie es eigentlich von einem Startup ist, mit großen Konzernen zusammenzuarbeiten und wie es zum Beispiel uns gelungen ist, tatsächlich in Gasturbinen oder Flugantriebe von GE reinzukommen oder in den Windkanal der BMW. Das ist nämlich nicht so leicht und die Firmen sind tatsächlich nicht ganz so offen, wie vielleicht jetzt gerade gesagt wurde. Aber ich erzähle nicht mehr. Damit man ein bisschen versteht, wie das so gekommen ist, erzähle ich ein bisschen über mich und meinen Werdegang, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir die Firma gegründet haben. Ich habe Maschinenbau studiert, hier in München, habe mich immer auf Strömungsmechanik schon spezialisiert gehabt. Ich war immer im Bereich Strömungsmechanik tätig, ich habe bei Airbus zum Beispiel gearbeitet, immer mit Strömungen zu tun gehabt in der Fluiddynamik und dann auch bei der NASA gearbeitet, habe dann auch bei BMW im Windkanal gearbeitet und hatte immer mit so Strömungssonden zu tun. Wo braucht man jetzt so Strömungssonden? Ich habe zum Beispiel hier eine. Schaut ein bisschen aus wie Zahnarztbesteck, ich habe ganz viele dabei, kann man sich nachher alles mal anschauen. Man braucht es so, wenn ich zum Beispiel bei BMW im Windkanal bin und möchte ein ganz aerodynamisches Auto entwickeln, wie den i8 zum Beispiel. Da muss ich wissen, wie geht die Strömung um das Fahrzeug rum. Und das kann man mit so Sonden sagen. Die sagen dann den Anschwungwinkel, den Druck und die Geschwindigkeit und daraufhin kann ich das quasi dann optimieren. Das brauche ich eigentlich überall, wo irgendwas strömt. Also das brauche ich jetzt nicht nur im Automotive-Bereich, sondern auch im Turbomaschinenbereich, bei Drohnen, Windkraftanlagen. Und das ist eigentlich egal, was da strömt. Das kann Luft sein, Gas, Wasser, egal. Deshalb eigentlich überall, wo was strömt, kann man das messen und optimieren. Und man hat halt nur einen Zulieferer gehabt, dementsprechend wusste man, wenn man Sonden braucht, geht man zu dem Amerikaner hin und kauft die da. Und wartet dann, also nicht so 8 Monate manchmal, wenn man Pech hat. Dann hat man auch das Strömungsinstrument schon in der Hand. Und ja gut, dann saß ich mit meinem Kollegen Christian im Kanal und habe gesagt, Mensch, wäre das nicht klasse, wenn wir das irgendwie 3D drucken könnten, weil da können wir die Form auch so ein bisschen auf die Anwendung so ein bisschen anpassen. Und ist ja alles ein bisschen robuster und ja, warum nicht? Dann sind wir mal zur Firma EOS gegangen, die sitzt ja hier in Kreiding, ist ein großer 3D-Druckerhersteller. Und haben denen das mal vorgestellt, haben gesagt, schaut mal, wir hätten da vielleicht eine Idee, wie findet ihr das denn? Und die haben zwar überhaupt nicht verstanden, wofür so Zeugs da ist, weil zu der Zeit kam, das ist so 5 Jahre her ungefähr, eher so customized Handyhüllen, das war so das Business, wo eigentlich ganz viele auf die zugetreten sind und gesagt, Mensch, wir verstehen zwar eure Anwendung nicht, aber das ist ja mal was Interessantes, was Industrielles, wir probieren das mal. Und dann haben die angefangen mit uns so Sonden zu drucken und es hat auch ganz gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt legen wir los und haben so ein Gründungsstipendium, haben uns noch einen dritten ins Boot geholt, dazwischendurch noch ein MBA gemacht, weil ich grundsätzlich eher der Maschinenbauer bin und nicht so der BWLer. Und für eine Firma sollte man tatsächlich doch ein bisschen BWL-Knowledge haben, dem ich immer so im Studium sehr gut ausgewichen bin. Und ja, dann ging es dann auch schon los, Oktober 2014, und dann haben wir es genauso gemacht, wie die Kollegen hier gerade beschrieben haben. Wir haben uns komplett eingeriegelt, die typischen Ingenieure, und haben in unserem Keller an dem Produkt gearbeitet und haben mit gar keinem Kunden geredet. Weil Ingenieure sind halt so. Das, jeder hat Angst, mit denen zu reden und du willst ja auch kein schlechtes Feedback haben, denn dann sagst du lieber zu niemandem was. Und dann haben wir mal schön, weil das können wir, haben wir eine Webseite programmiert nach so 1-2 Monaten und haben einfach mal unsere Produkte auf eine Webseite gestellt. Wir waren natürlich lange noch nicht fertig, wir wollen auch noch keinen Kundenkontakt, schließlich sind wir deutsche Ingenieure und wollen das auch perfekt haben und wirklich in alle Features durchdesignt. Und nach einer Woche, wo die Webseite online war, hat sich dann ein Formel 1-Team bei uns gemeldet. Sie würden gerne so eine Sonde haben. So, okay, wer von meinen Freunden hat wohl unseren Account gehackt? Weil das konnte ja nicht sein, dass wirklich jemand unser Zeug haben möchte. Und dann hatten die uns aber eingeladen und 3 Wochen später hatten wir dann unsere erste Sonde für 10.000 Euro verkauft. Keiner wusste, wie wir es jetzt herstellen sollen und wir hatten auf jeden Fall schon mal die Kunden, wir hatten den Auftrag und es hat Gott sei Dank alles funktioniert und sie sind immer noch unsere Kunde bis heute. Und wir wurden dann immer, sag ich mal, bekannter und beliebter oder so, dass die Leute auf uns aufmerksam geworden sind und dann sind ganz viele große Firmen auf uns aufmerksam geworden und haben uns eingeladen. Wir haben gesagt, Mensch, die Strömungsmesstechnik, das ist ja toll, was ihr da macht, erzählt doch mal ein bisschen. Dann haben wir das vorgestellt, ganz große Firmen, weil man muss sich ja vorstellen, dass so Strömungsmesstechnik, das ist so teuer, das ist so präzises Messinstrument, das brauchen nur große Firmen, weil sonst hat keiner einen Prüfstand, der, sag ich mal, wo sich lohnt, sonst so Messtechnik zuzukaufen. Dementsprechend haben wir gleich mit den ganz Großen geredet, also MTU, Siemens, GE, alle, die hatten uns alle eingeladen. Und ja, dann kommen so die ersten Fragen, du hast es so vorgestellt und willst ein bisschen Feedback haben. Und dann kommt so die erste Frage, ja, so, da hatten wir 3 Kunden ungefähr. Ja, wer sind denn eure Kunden?
Ja, darf ich nicht sagen, habe ich unterschrieben, darf ich nicht, wir haben keine Referenzkunden. Wirkt sehr, sehr gut. Ja, welche Zertifizierung habt ihr denn? Gar keine. Also, habt ihr das denn mal so Materialtests und so, habt ihr sicher gemacht? Nee, eigentlich gar keine, weil es ist halt einfach sauteuer. Von welchem Geld sollte man das denn machen? Uns gab es gerade, ich glaube, da gab es uns einen Monat als GmbH. Da haben wir den Investor, da gerade nur das Exist. Oder Windkraftanlagenhersteller, ganz toll, da darf man nämlich erst auf eine Windkraftanlage, wenn man mindestens 5-mal so ein System auf einer Windkraftanlage drauf hatte. Jetzt ist die Frage, wie schaffe ich das denn, wenn ich quasi nie anfangen darf? Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Also war denen dann teilweise auch klar und dann gab es halt Firmen, die dann gesagt haben, okay, danke, das schauen wir uns jetzt erstmal an, weil, keine Ahnung, es kann ja sein, dass es euch in einem Jahr nicht mehr gibt. Was mache ich denn dann? Dann habe ich ja gar keine Wartung, dann habe ich ja überhaupt keinen Service mehr von der Sonde. So, ja, richtig, das ist, kann komplett so sein, das kann wirklich so kommen. Und was soll man da auch anderes sagen? Weil, also, ich sag mal, Lügen braucht man da ja nicht. Und ja, und dann gab es einige Firmen, die gewartet haben, die dann gesagt haben, okay, wir schauen uns das jetzt an. Die gesagt haben, ja, wir finden es total spannend. Aber wir wollen euch jetzt zum Beispiel nicht in eine Gasturbine, die, weiß ich nicht, 30 Millionen Euro kostet, reinhaben. Und wenn das Ding abbricht, dann ist das ganze Ding kaputt. Und da gab es zum Beispiel eine Firma wie Siemens, die von Anfang an gesagt haben, okay, wir finden es gut, wir probieren das. Und da war es dann auch nicht, dass wir irgendwie einen riesen Terz hatten, da Supplier zu werden, wie wir das zum Beispiel bei BMW hatten, wo wir immer noch kein Supplier sind. Das ist über Drittfirmen, aber okay. War es halt so, dass die tatsächlich gesagt haben, okay, wir sehen einfach den Benefit, den die Erstromungsmesstechnik euch bietet oder uns bietet, und dafür gehen wir ein Risiko ein. Und dieses Risiko ist tatsächlich, wir waren dann in der Turbine mit drin mit unserer Messtechnik. Das ist eigentlich das Kernstück davon. Und es ist tatsächlich das, wenn da was schief geht, dann ist das Ding kaputt. Weil wir bauen halt die Sachen aus Titan, wir bauen sie aus Inconel, aus verschiedenen Edelstählen. Wenn das Ding abfliegt, dann ist da richtig was im Eimer. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben wir die erste Sonde geliefert. Und dann habe ich danach einen Anruf gekriegt, als wir es fertig hatten. Der Herr von Siemens hat gesagt, ja, Frau Kreitz, ich habe Ihnen da was verschrieben. Ich so, okay. Ja, wir haben es intern auch gebaut, wir haben ja auch 3D-Drucker. So, super, hat mich total gefreut. Mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Und dann haben sie gesagt, ja, und, wie ist das jetzt? Und, ja, Unterschied wie Tag und Nacht, also das ist eine absolute Katastrophe, der hat mir ein Bild geschickt, das sah aus wie Dreck. Das war tatsächlich, Gott sei Dank, okay, wir haben uns darauf fokussiert, dementsprechend ist unser Zeug halt einfach viel besser, da war ich schon mal beruhigt. Und die haben dann angefangen, auch Entwicklungsprojekte mit uns zu machen. Also zum Beispiel bauen wir auch einen Keramik-3D-Druck, bauen da Sonden für ein. Und die haben halt die Möglichkeit, diese zu testen. Das sind Prüfstände, die haben wir überhaupt nicht. Es ist unmöglich, einen Prüfstand mit 1800 Grad und den Schirmungsgeschwindigkeiten sich mal schnell so hinzubauen. Und tatsächlich hat es sehr geholfen, dass halt manche Firmen sehr, sehr offen waren. Und ich muss auch sagen, dass es immer mehr davon gibt. Und dass also, es gibt viele Firmen, die das noch so ein bisschen pro forma machen. Also große Firmen, die dann sich Acceleratoren, waren wir auch in ganz, ganz vielen, die halt das, sage ich mal, so als Deko haben. So ein bisschen, okay, wir machen auch was mit Startups, schau mal, Digitalisierung, Industrie 4.0. Aber dass es immer mehr Firmen gibt, die das auch wirklich so meinen und die wirklich auch sagen, okay, wir gehen das Risiko ein, und das muss man ja auch mal so sagen, große Firmen können nicht einfach sagen, die haben ja auch eine Verantwortung, können ja nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt genau wie ein Startup. Ich sag mal so, wenn ich jetzt voll, ich muss die ganze Zeit immer 100% und immer, sage ich mal, volles Risiko gehen, weil anders werde ich nicht wachsen und anders klappt das auch nicht. Aber eine Firma wie BMW oder GE kann jetzt nicht einfach sagen, ey, jetzt machen wir jetzt mal was ganz, ganz Neues. Da sind so viele Menschenleben, die da dran hängen oder so. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Deshalb, ich finde es immer ein bisschen böse, wenn dann die großen Unternehmen alle so, sag ich mal, so in Dreck gezogen werden, weil die sind halt einfach so, das hat schon auch noch einen Grund. Was man vielleicht mal ändern könnte, wäre, dass, sag ich mal, die Leute, die an den Führungen von zum Beispiel BMW oder so sitzen, sind ja grundsätzlich Leute, die haben sich über Hierarchien hochgearbeitet. Das sind mehr Verwalter, nicht irgendwie Leute, die, sag ich mal, also so einen Entrepreneur-Spirit haben. Also ich finde, das ist eher so, dass man vielleicht das mal ändern könnte. Und dann würde vielleicht auch insgesamt so mal diese ganzen Zielerreichungen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich möchte jetzt bei BMW irgendwas ganz, ganz Tolles machen und möchte dann, habe irgendwie eine tolle Idee, vielleicht ein disruptives Modell, und dann sage ich zum Beispiel zum Einkauf, hey, ich brauche folgende Bauteile dafür. Dann sagt er, guckt er auf sein Ziel und sagt, nee, dann kriege ich meinen Bonus nicht.
Oder hat halt selber, misst es quasi an seinem Ziel und sagt, Mensch, das ist zwar für BMW vielleicht eine tolle Sache, aber das ist ihm ja egal, weil warum soll er motiviert sein, dass BMW nach vorne geht, weil er schaut auf sein Ziel. Und es ist ja die Frage, ob man es irgendwie hinkriegt, dass man quasi, weil das ist wirklich beim Startup anders, bei uns ist es so, dass jeder von unseren Mitarbeitern weiß, wofür er es macht und wird auch, sage ich mal, so viel motiviert, dass es einfach toll ist. Der hat einen großen Aufgabenbereich, wo er sich ausleben kann. Und nachher, wenn er dann halt im Fernsehen irgendein Formel-1-Auto sieht, und dann sieht er genau sein Design auf dem Auto und sieht halt einfach, wofür macht er das. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was vielleicht große Unternehmen irgendwie noch ein bisschen lernen können, dass sie, sage ich mal, die Ziele, die sie, die sie jeweils haben, mehr an einem irgendwie ausrichten. Wie man das genau macht, keine Ahnung, deshalb habe ich eine kleine Firma. Aber vielleicht ist das irgendwie die Möglichkeit, dass man irgendwie so ein bisschen mehr Spirit und Drive auch reinkriegt. Aber ich finde, man sollte trotzdem auch die alten Firmen etwas verstehen, weil die auch ihre Daseinsberechtigung auch mit ihren Modellen haben.